Seid gegrüßt und willkommen zur 53. Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich überlege gerade, wir haben, glaube ich, nicht mehr viel zum Heilen, oder? Das Ding geht ja nicht, oder? Nö. Ist echt schlecht. Waren wir eigentlich noch genug Temtem da? Ach, was soll's. Wir gucken, dass wir, wie heißt denn das neue Ding jetzt hier? Wie heißt er denn jetzt? Die Weiterentwicklung von Hutschig. Habe ich nichts mehr zum Heilen? Hallo? Salbe plus da. Tental. Komischer Name. Tental erhält Gesundheitsschub oder so. Dann mal weiter. Achso, da ist er jetzt wieder. Psst. Sieh jetzt keine Aufmerksamkeit auf mich, Grimbob. Sonst finden Sie mich. Geh einfach weiter. Ich muss Ihren inneren Kreis infiltrieren. Alles klar, lass mal weitergehen. Hey, willst du kämpfen? Mir war schon lange nicht mehr so langweilig. Setzen wir ein paar Pansons auf dem Ten-Ten-Kampf, ja? Okay. Wipplump und... Oh, verdammt. Ein erniedrigender Schlag war das neue Ding, ne? Der 90. Ein verletztes Ego tut manchmal mehr wie als körperliche Wunden. Wow. Übernehmen wir das doch mal zum Testen. Aber auf wen? Ich habe halt keinen Plan. Was machst du? Gute Idee. Frage meine ich natürlich. Schwerer Schlag auf den. Ich hätte beides auf einen machen sollen. Okay. Irgendwie witzig, die Animation. Oh oh. Ah, okay. Das ist okay. Glut? Nein! Ach, kommt schon. Na, ich glaube, Tateru steht in Flammen. Dann haben wir natürlich das Telekinese-Schrapnell. Moment, das hier hat 90 gemacht, ne? Aber Verteidigung runtergesetzt. Dann nehmen wir das doch mal auf das da. Und den wechseln wir aus zu Kalasu. Oder, ja doch, Kalasu nehmen wir. Umishi können wir später immer noch nehmen. Gucken wir mal, ob Kalasu das noch überlebt. Jetzt hätte ich, glaube ich, direkt alles auf Wipplump. Hallo, hört mal auf. Eiswürfel. Ist aber Wasser, ne? Das interessiert Kalasu nicht. Energiemanipulation, erniedrigender Schlag. Wir nehmen erniedrigender Schlag. Du machst was im Wasserstein nochmal. Oh, ich denke, das ist was, was wir nehmen müssen. Um Kapüre umzuhauen. Irgendwie mag ich den erniedrigenden Schlag. Oh, du mit deiner Glut, ne? Aha. Jetzt kommt dieser Stein. Wow. Oh, Tental, nicht verbrennen. Gut. Kalatsu, Level up. Pikipik und Ukama, okay. Schlecht. Ganz und gar schlecht. Zieht alles zu viel Gedöns ab. Ausdauer. Nehmen wir hier Dodi. Und du machst Würgen auf. Das da. Da-da. Oh oh. Wow. Aha. Okay, Allergenschwall raus. Oder? Ja, doch. Das Hidodi muss unbedingt aufleveln. Muss Neues lernen. Äther, 45 Ausdauer. Oh ne, das ist voll die Verschwendung. Oh, habe ich nicht normal Äther? Ach, kommt schon. Dann tauschen wir. Was hatte ich? Tateru? Genau. Dann gegen. Nee, Kalasu, so rum. Da. Oh oh.
Sehr gut, gegen Ukama. Bloß nicht auf... Oh nein, 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 verdammt. Das hatte ich befürchtet. Umishi habe ich doch schon draußen, oder? Ja. Tatero. Das kann vielleicht auf das Ukama einhauen. Oder dieses Runterplumpsen machen. Der rote Nebel macht ein Temtem rasend. Angriff hoch, aber auch rücksichtslos. Verteidigung runter, okay. Das muss auf jeden Fall wegzorn, das ist irgendwie kacke. Vier Temtem kauen friedlich auf Pflanzen herum oder Möbelstücken. Das ist jetzt etwas weniger friedlich. Wow, mit einem schwerer Schlag natürlich. Auf das. Du haust... War das eine? Das hier will ich, ne? Oder das hier? Ne, das hier. Okay. Oh, ernsthaft? Hat's nicht gereicht? Dann haust du das nochmal raus. Ja, und du haust das raus. Blub, blub, blub. Oh, ernsthaft, wie stark ist denn das? Ja, macht halt irgendwas. Na, Flinkheit jetzt natürlich nicht. Oh, oh, Umishi verletzt sich selbst. Nein. Alter, und dann noch so viel. What the fuck? Pa, war ja klar. 274 Pansons gewonnen. Na. Und, was ist mit dir? Wo haben sie dich rekrutiert? In Deniz. Was ist gerade so in Deniz los? Die rekrutieren momentan echt viele Leute von da. So wie diesen Typen mit dem Digital-Temtem. Das ist irgendwie komisch, denn Lady Lottie hasst Deniz nach dem Vorfall im Turm. Naja, ich musste mal los. Habe mich freiwillig für irgendeinen Auftrag gemeldet. Nur um mal wieder rauszukommen. Wir wandern den Vulkan runter, um diesen komischen Chipunky-Typen mit den Vorräten zu beliefern. Man sieht sich. Gut gemacht, Grimbob. Deine Verkleidung funktioniert. Weiter geht's. Okay, ich würde mich gerne... Wow, Heilung. Ist ja bestimmt drin, oder? Tonikum Plus, das war das nochmal. Salbe Plus, das ist gut. Und? Ja, nicht mit dir. Beleber, okay. Etwas Heilung. Eben schauen, Beleber. War das Beleber Plus? Oder nur Beleber? Wahrscheinlich nur Beleber, ne? Eben kurz durchgehen. Schwäche, blablabla. Ja, aber kann man ja gut benutzen. Hidoli brauche ich. Auf jeden Fall. Und Skyle hätte ich gerne. So, Salbe Plus. Bei wem lohnt sich denn das? Eigentlich bei keinem, weil das hier 70 heilt. Oh Mann. Hier würden es 50 heilen, hier 40. Ja, oh, kommt schon. Dich auf jeden Fall. 35. Bei Tatro wird sich das irgendwie auch lohnen. 95. Oh Mann. Ist das kacke. Dann gehen wir mal weiter runter. Oh, lass uns gehen, Grimbob. Wo ist er denn jetzt wieder? Und warum ist der immer so gut versteckt? Ach so. Wow. Warte, Karl, hast du das gesehen? Ah, tut mir leid, ich dachte, warte mal, wer bist du? Warum trägst du Karls Uniform? Alarm, Alarm, ein Eindringling. Was? Wer bist du und was hast du mit Karl gemacht? Wir prügeln sie erstmal mit unserem Temtem ins Unten drunter und stellen dann nachher die Fragen. Okay. Da bin ich mit einverstanden. Baharak und... Irgendwas. Oh, ich hab Skyle draußen. Okay. Hätte ich irgendwie wechseln wollen können. Dup, dup, da, dup, dup, da. Sag mal, Feuer brauche ich. Ich brauche was gegen Feuer. Da, da, da. Banapi. Gute Idee, auf das Wassertemtem mit Feuer anzugreifen. Oh oh.
Verdammt. Dann können wir ganz einfach Umishi rausholen und direkt benutzen. Dann haust du telekinesisch. Oh, das brauchen wir gar nicht. Oh, das ist günstiger. Wow. Und du haust halt Wasser, oder? Ja, Wasserwirbel. Nee, wie heißt das? Die Glut. Spasi, mach dich bereit. Was? Energiemanipulation. Und du machst ein bisschen Wasser auf den und gut ist. Autsch. Das hat funktioniert. Luali. Okay. Wir greifen das Ding an. Und dich tauschen wir mal aus. Ich weiß gar nicht mit wem. Mit dir? Tataru. Ach so, das ist ja auch Telekinese-Typen, was auch immer. Oh, okay. Doch nicht. Autsch. Oh, hat sich selbst verletzt. Oh, oh. Verdammt. Das könnte jetzt echt eng werden. Nee, du heilst dich erstmal. Du wirst einen schweren Schlag dem Spasi versetzen. Oh oh. Oh, es geht. Tataru. Dann hauen wir dich jetzt um. Mit vereinten Kräften. Hoffe ich doch. Na, ah, es wird dauern. Oh, diese Sporen. Ach, wir können den Schlag ja mal ausführen. Ganz vergessen, dass wir den haben. Da. Autsch, hey, Alarm, wir werden angegriffen. 271 Pansons trotzdem abgezogen, auch wenn ich gerade... Alarm, Alarm, ruft den Leutnant, ruft alle. Okay. Oh, ich dachte gerade schon, ich kann irgendwie nicht weiter. Umishi. Ich muss auch hier Tenta wieder heilen. Oh, und Kalasu eventuell mal wiederbeleben. Ja, es sollte erstmal reichen, hoffe ich. Weiter. Ihr Taugenichtse, ich habe ihrer Ladyschaft gesagt, dass es Zeitverschwendung war, euch zu rekrutieren. Clan Belsoto muss sich ja für euch schämen. Ihr Jammerlappen könnt ja nicht einmal einen neugierigen Omni rauswerfen. Na gut, dann mache ich das halt selbst. Du da, Dojo-Schwächling. Es wird Zeit, dass du die Tracht Prügel bekommst, die du verdienst. Oh oh. Carlos sagt, gib mir noch eine Minute, Grimbop. Der Hauptpreis ist direkt hinter dieser Tür versteckt. Halte durch und beschäftige ihn so lange.
Okay. Was? Oh nein. Natürlich die beste Wahl gerade von mir wieder. Okay. Wir schlagen mal das Barnsche. Ja. Okay, wilde Klaue auch auf Barnsche drauf. Was soll's. Ja, verdammt. Oh oh. Ja, das war so klar. Aber wenn Sky down ist, oder halt Temtem, dann werde ich ein Wasser-Temtem rufen. Oh, das hat gereicht. Juhu. Okay. Gazuma? Ach so, oh nein. Schlecht, Hypnose. Ja, das laden wir nochmal auf. Nehmen wir so lange das. Ich hätte lieber zu einem Wasser. Oh Gott. Okay. Ich wechsle also automatisch das Temtem. Da, 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 da. Ach, direkt Umishi. Umishi, Umishi. Ja, du haust natürlich das raus. Und du, Wasserwerfer? Genau. Oh nein, mein Tentan hat ja gar nicht die Fähigkeit vom Hu-Chip. Das ist, so angreift das. Verdammt. Das eingeschläferte oder betäubte Temtem nicht aufwachen. Ja, buff dich mal. Gute Idee. Kalasu. Jetzt habe ich zwei Wasser-Temtem. Naja, besser als gar keins. Umishi. Wir müssen ein bisschen sparen an Punkten. Autsch. Es scheitert, verdammt. Na, ich habe nur noch Hidori und Kalasu. Und was hatte ich noch? Tateru. Dum, dum, dum. Was? Oh nein, noch zwei. Verdammt. Ja, okay. Hochdruckfontäne. Ich versuch's mit Würgen auf das LOL. Oh nein, warte mal. Vielleicht kriegen wir das weg. Ganz schnell mit Wasser. Das muss auf jeden Fall schnell weg. Aber das wird nichts bringen, aber wir hauen's trotzdem hinterher. Oh nein. Okay, bye bye, Kalasu. Ich denke auch mal, wiederbeleben hilft nicht wirklich viel. Nö. Kann ich noch nicht mal machen. Oh ja, Tateru. Das wird's rausreißen. Ja, gut, hau das raus. Wow. Okay. Das ist dann doch ein guter Abschluss für die heutige Episode, in der ich 250 Pansons verloren habe. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich vielleicht doch weiterkomme bei dem Leutnant der Belsoto, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.